Procreate ist eines der besten Programme zum Zeichnen auf dem iPad. Am Anfang kann es ein bisschen verwirrend sein, da man sich nicht so ganz zurechtfindet. Deswegen möchte ich euch heute meine persönlichen Tipps und Tricks zeigen, die ich in meinem täglichen Workflow anwende. Wenn du ein Anfänger bist, ist dieses Video perfekt für dich. Und wenn du bereits ein Profi bist, findest du vielleicht trotzdem den einen oder anderen Trick, den du noch nicht kanntest. Hi, ich bin Anima und arbeite als Grafikdesignerin und Illustratorin. Mein Ziel ist es, euch hier auf meinem Kanal mein Wissen zum Thema Grafikdesign und Illustration weiterzugeben. Bevor ich mich hier zu lange in einem Intro verliere, schnappt euch euer Tablet, euren Apple Pen und ich würde sagen, wir starten. Als erstes öffnen wir Procreate und tippen dann oben rechts auf das Plus, um uns eine neue Leinwand zu erstellen. Dann drückt ihr auf Neue Leinwand. Ihr könnt hier gerne meine Maße einfach mal so übernehmen. Wichtig ist einfach, dass ihr bei DPI unten mindestens 300 eingebt. Ihr könnt auch mehr, aber 300 ist sicher mal gut. Beim Farbprofil wählen wir uns das zweite. Die Zeitraffereinstellung könnt ihr so beibehalten und die Leinwandeinstellung lassen wir erst einmal so. Dann öffnet sich eure erste Leinwand. Eines der hilfreichsten Features in Procreate ist definitiv die Gestensteuerung. Mit zwei Fingern macht ihr etwas rückgängig, mit drei wiederholt ihr es. Mit zwei Fingern lange drücken löscht alles. Wenn ihr mit vier Fingern tippt, blendet ihr die Bedienelemente aus. Oben rechts könnt ihr es einblenden oder wieder mit vier Fingern. Mit zwei Fingern könnt ihr zoomen und mit einem Pinch wird sie wieder auf 100% dargestellt. Mit drei Fingern hin und her wischen löscht alles auf der Leinwand. Das Quick-Menü könnt ihr unter Einstellungen, Gestensteuerung und dann Quick-Menü anwählen. Macht diese zwei Regler nach rechts. Und bestätigt dann das Ganze. Nun könnt ihr über das Tippen auf das Viereck das Quick-Menü aufrufen oder durchwischen mit drei Fingern nach unten. Für die Touch-Aktion tippt ihr oben auf die Zange, geht dann rüber zu Einstellungen und dort wieder in die Gestensteuerung. Dann geht ihr dort auf Allgemein, wählt den Regler Touch-Aktion deaktivieren an und bestätigt das Ganze. Jetzt reagiert Procreate nur noch auf den Apple Pencil, das heißt eure Finger und euer Handrücken können nicht mehr zeichnen. Obwohl ich die Touch-Aktion ausgeschaltet habe, trage ich weiterhin einen Handschuh, denn damit klebe ich nicht am Display fest. Ihr könnt euren Apple Pencil konfigurieren. Durch Doppeltippen auf den Apple Pencil öffnet sich bei mir jetzt das Farbenfenster. Aber ihr könnt auch zwischen Pinsel und Radiergummi wechseln. Dann könnt ihr in die Einstellungen und dort auf Apple Pencil gehen. Hier könnt ihr jetzt zum Beispiel aktuelles Werkzeug Radiergummi wechseln, antippen oder Farbpalette anzeigen. In Procreate kann ich eine Linie gerade machen, indem ich ein bisschen verharre und ich kann sie dann auch neigen. Mit einem Tippen und Verschieben dreht sie sich um 45 Grad. Die Quick Shapes sind wirklich ein absoluter Lebensretter in Procreate. Das gleiche funktioniert bei einem Kreis. Hier seht ihr, es ist nicht wirklich ein Kreis. Sobald ich tippe, wird er wirklich kreisrund. Ich kann ihn vergrößern, verkleinern. Wenn ich loslasse, wird es zur Ellipse. Wenn ich oben auf Form bearbeiten tippe, kann ich nachträglich die Form der Ellipse oder des Kreises bearbeiten. Es ist wirklich ein super Tool. Probiert das mal aus. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Natürlich geht das Ganze aber auch mit einem Quadrat. Ich zeichne hier wunderschön ein Quadrat, warte ein bisschen und dann durch Tippen wird es zum Quadrat. Ich kann es auch wieder neigen um 45 Grad, vergrößern, verkleinern, was ich gerade machen will und dann auch wieder die Form bearbeiten. Ihr könnt die Form so nachträglich bearbeiten, bis es euch passt. Die Hilfskontur zeigt euch die Form vor der Bereinigung von Procreate an. Ihr könnt da mal ausprobieren, was ihr alles machen könnt.
ihr müsst in Procreate keine Formen ausmalen. Ihr könnt euch einfach eine Farbe aussuchen, dann tippt ihr oben rechts und zieht die Farbe in euer Objekt. Das Ganze funktioniert aber nur bei geschlossenen Objekten. Mit dem Tool Neufärben, weiter einfärben könnt ihr einige Objekte auf eure Leinwand anwählen und die werden dann die Farbe annehmen, die ihr oben rechts gewählt habt. Das ist super, wenn ihr verschiedene Objekte habt. Jetzt kommen wir zum Schwellenwert. Ihr seht, hier sieht alles wunderbar aus. Wenn ich aber jetzt die Farbe reinziehe, ergibt sich hier eine weiße Linie. Damit das nicht passiert, muss ich den Schwellenwert so weit wie möglich nach rechts ziehen, bis diese Linie verschwindet. Bei weichen Konturen ist das Ganze noch extremer sichtbar. Auswahlen können in Procreate natürlich auch gemacht werden. Dafür wählt ihr oben das zweite Menü von rechts an. Unten links dann Hinzufügen anwählen und mit einer Freihand alles auswählen. Sobald ihr die Auswahl geschlossen habt, wird euch alles nicht Ausgewählte schraffiert angezeigt. Dann könnt ihr auf Kopieren einfügen und ihr habt eine neue Auswahl. Das war die Freihandauswahl. Jetzt machen wir Rechteck und Ellipse. Ihr geht oben wieder auf das Auswahlmenü und wählt dort Rechteck. Nun könnt ihr eure Auswahl aufziehen und es ist das gleiche System wie bei der Freihandauswahl. Jetzt wechseln wir zu der Ellipse und ziehen die ebenfalls auf. Wenn ihr etwas zu einer Auswahl hinzufügen wollt, muss unten links Hinzufügen angewählt sein und dann könnt ihr eure Auswahl so aufziehen, wie ihr das gerne möchtet. Ihr könnt Auswahlen selbstverständlich auch speichern, indem ihr dort auf das Plus tippt oder sie einfärben mit der Farbfüllung. Und natürlich könnt ihr Auswahlen auch wieder löschen. Das waren jetzt alles Auswahlen bei einem Objekt mit harter Kontur. Jetzt schauen wir uns das Ganze mit einer weichen Kontur an. Bei einer weichen Kontur empfehle ich euch die automatische Auswahl. Da könnt ihr auf das Objekt tippen und ihr seht, wie Procreate dann die weiche Kante erkennt oder eben nicht erkennt. Es ist ein bisschen ein Ausprobieren, aber ich bin sicher, ihr werdet dann einen Wert für euch finden. Ihr könnt eine weiche Kante unten einstellen, welche die Auswahl verfeinert. Und wenn ihr dann zufrieden seid, könnt ihr über Kopieren und Einfügen euch eine neue Ebene erstellen lassen. Ihr seht, die Auswahl ist nicht ganz perfekt, aber ich finde, es reicht für Procreate vollkommen aus. Photoshop ist da wesentlich besser. Da man in Procreate aber nicht pixelgenau freistellen will, macht das Werkzeug hier einen wunderbaren Job. Wenn ihr in Procreate etwas schnell auswählen wollt, geht ihr in das Ebenenmenü, dort auf die Ebene, die ihr wollt, tippt mit zwei Fingern darauf und dann habt ihr die Auswahl der ganzen Ebene. Durch Kopieren und Einfügen könnt ihr euch eine neue Ebene erstellen. Das ist mega praktisch, wenn man viele Ebenen hat und nicht immer von Hand freistellen will, dann kann man diesen Trick anwenden. Ihr könnt die Deckkraft einer Ebene auf zwei Arten einstellen. Nummer 1, ihr tippt auf die Ebene und schiebt dann diese Regler dort hin und her. Bei der zweiten Möglichkeit tippt ihr mit zwei Fingern auf die Ebene und schiebt dann oben den Regler auf eure gewünschte Deckkraft. Das könnt ihr auch mit den Fingern tun. Mit einem Tippen außerhalb der Leinwand könnt ihr euch ein Quick-Menü aufrufen, wo ihr da einzelne Einstellungen vornehmen könnt. Ihr habt etwas in Procreate gezeichnet und wollt jetzt radieren, aber merkt, ihr habt den falschen Radiergummi und wollt den gleichen wie euren Pinsel? Kein Problem. Tippt oben auf das Pinselsymbol, schaut welchen Pinsel ihr habt, tippt dann etwas länger auf den Radierer und Procreate synchronisiert den Radiergummi. Die Größe wird nicht immer übernommen, das stellt ihr dann einfach manuell nach und schon könnt ihr anfangen zu radieren. Wenn ihr wie ich hier zwei Objekte habt, die ihr gerne auf gleicher Höhe haben wollt, dann müsst ihr einfach schauen, dass die auf zwei verschiedenen Ebenen sind. Wählt ihr dann das Transformieren-Werkzeug an, unten einrasten, magnetisch und einrasten anwählen und dann könnt ihr das Objekt mit Hilfe von solchen Linien perfekt ausrichten. Ihr könnt in Procreate auch noch sogenannt punktgenau verschieben, indem ihr ein bisschen reinzoomt und dann oberhalb des Objekts mehrmals tippt. Ich persönlich brauche diese magnetischen Linien sehr, sehr oft, wenn ich Objekte schnell und gezielt ausrichten will.
Wählt euch hier das Transformieren-Werkzeug an. Dann könnt ihr unten horizontal spiegeln, vertikal spiegeln und natürlich das Ganze dann auch um jeweils 45 Grad drehen lassen. Ihr könnt ein Objekt auch an die Leinwand anpassen und auch neu berechnen. Da gehe ich jetzt nicht so ein auf die Interpolation, weil das ein ziemlich kompliziertes Thema ist. Das wird in einem späteren Video aufgegriffen. Durch Tippen auf Freiform könnt ihr, wie der Name schon sagt, das Objekt völlig frei transformieren. Wenn ihr gleichmäßig auswählt, behält das Objekt seine Verhältnisse bei. Mit Verzerren könnt ihr, wie der Name schon sagt, euer Objekt so verzerren, wie ihr das gerne möchtet. Mit der Verformung könnt ihr eurem Objekt eine neue Form geben und unten mit erweiterter Skizze bekommt ihr noch weitere Parameter, die ihr da einstellen könnt. Wenn ihr in einem Dokument mit verschiedenen Farben arbeitet, so wie ich hier wunderschön ein paar Reflexionen in dieses Auge zeichne, und wenn ich dann wieder eine andere Farbe möchte, muss ich immer das Farbfeld wieder aufrufen. Dafür gibt es aber einen Trick. Ihr öffnet das Farbfeld, tippt oben auf den Balken und zieht euch das Farbfeld einfach herunter. Jetzt könnt ihr super schnell eure Farben auswählen und, da hoffentlich ein bisschen schöner als ich, in euer Dokument zeichnen. Ihr könnt unten selbstverständlich auch durch die verschiedenen Farbdarstellungen wechseln, das macht gar keinen Unterschied. Wenn ihr fertig seid, schließt ihr das Farbfeld einfach wieder und es ist dann oben wieder angeheftet. Ihr könnt in Procreate Farben von einem Foto importieren. Dazu geht ihr auf die Paletten, dann oben auf das Plus und Neu aus Foto. Dort ladet ihr euer Foto rein und Procreate erstellt euch eine Palette. Dann könnt ihr die Farben einmal ausprobieren und wenn sie euch gefallen, so lassen und ansonsten natürlich bearbeiten. Natürlich könnt ihr auch hier das Farbfeld wieder ablösen und nach Gebrauch natürlich auch wieder schließen. Ihr könnt euch in Procreate auch die Namen der Farben anzeigen lassen, indem ihr unter Paletten und dann anstatt Kompakt Karten auswählt. Als Anfänger finde ich das ziemlich gut, weil ihr somit auch noch ein bisschen Farbtheorie lernt. Wenn ihr voll am Zeichnen seid und zu eurer vorherigen Farbe wechseln möchtet, könnt ihr das durch ein längeres Tippen oben auf die Farbe machen und Procreate wählt euch die vorher verwendete Farbe wieder aus. Für ein Referenzbild tippt ihr auf die Zange, dann auf Leinwand und wählt unten Referenz an. Jetzt könnt ihr hier die Leinwand als Referenz anzeigen lassen. Oder auch ein Bild importieren. Ich nehme jetzt da ein Bild, das ich gemacht habe. Ihr könnt da dann ein bisschen rauszoomen und das Ganze dann auch dorthin verschieben, wo ihr es gerne haben möchtet. Die Seitenleiste in Procreate könnt ihr per Drag and Drop auf die Höhe verschieben, wo ihr sie braucht. Hier ist die Seitenleiste rechts, weil ich ein Linkshänder bin. Ihr könnt das aber unter den Einstellungen Bedienung mit rechter Hand oder Bedienung mit linker Hand einfach einstellen. Es ist möglich, Ebenen auf verschiedene Arten zusammenzufügen. Nummer 1 ist, die Ebenen mit einem Pinch zu verbinden. Für die zweite Möglichkeit tippt ihr auf die Ebene und wählt abwärts zusammenfügen. Ihr könnt auch zuerst alle Ebenen anwählen, die ihr möchtet, also mit einem Swipe nach rechts und dann wieder mit einem Pinch oder abwärts zusammenfügen, zusammenfügen. Ebenfalls könnt ihr das auch über das Quick-Menü machen, indem ihr mit drei Fingern nach unten swipet und die Ebenen dann zusammenfügt. Wir haben jetzt erfolgreich Ebenen zusammengefügt, aber was passiert, wenn Sie nicht den gleichen Ebenenmodus haben? Procreate bezieht sich immer auf die unterste Ebene, die zusammengefügt wird. Das heißt, wenn dieser Ebenenmodus auf Multiplizieren steht, dann steht die neu zusammengefügte Ebene ebenfalls auf Multiplizieren.
Das wird erst sichtbar, wenn wir uns einen Hintergrund einblenden. Ihr seht, es sieht überhaupt nicht mehr aus wie vorher. Aber was machen wir jetzt und kann man das umgehen? Jein, es gibt Möglichkeiten und die zeige ich euch auch, aber zuerst noch etwas über die Ebenenmodi. Zuerst blenden wir uns einen Hintergrund ein, damit wir sehen, was jetzt genau passiert. Ich füge die Ebenen noch einmal mit den aktuellen Einstellungen zusammen. Dann stelle ich auch die obere Ebene auf Multiplizieren und schaut, was da passiert. Multiplizieren macht eine Ebene transparent, das heißt, die Ebenen wirken jetzt transparent aufeinander. Aber das wollen wir ja eigentlich nicht. Und stellen wir die untere Ebene auf Normal, sieht es auch nicht so aus, wie wir das eigentlich haben wollen und beim Zusammenfügen noch weniger. Also, was tun wir? Es gibt leider keine direkte Lösung für dieses Problem, aber es gibt eine Möglichkeit und die zeige ich euch im nächsten Schritt. So lösen wir das Problem. Wir gehen in die Einstellungen, auf Hinzufügen, Leinwand kopieren und dann auf Einfügen. Jetzt wurde alles Sichtbare auf der Leinwand kopiert. Wenn wir jetzt den Hintergrund einblenden, sieht das genauso aus, wie wir das haben wollten. Wollen wir mehrere Ebenen kopieren, können wir das so machen, indem wir sie alle anwählen mit dem Rechtsswipe und dann in das Dokument ziehen. Dann können wir sie loslassen und Procreate kopiert uns unsere Ebenen. Die Ebenenmodi, die Ebeneneinstellungen und die Reihenfolge werden übernommen. Für ein bisschen mehr Ordnung im Dokument wählt ihr mehrere Ebenen an, klickt auf Gruppe und erstellt euch eine Gruppe, welche ihr dann zusammen transformieren und verschieben könnt. Ihr könnt auch Ebenen in ein neues Projekt kopieren. Der Vorgang ist eigentlich wie beim normalen Ebenenkopieren. Ihr wählt die Ebenen an, zieht sie ins Dokument, geht dann auf Galerie, geht in euer neues Dokument rein, ich muss auch antippen, und lasst die Ebenen dann los. Procreate importiert die Ebene, aber ihr müsst die Ebenenmodi neu definieren und eventuell auch die Reihenfolge davon. Deswegen ist es gut, diesen Tipp zu kennen, aber ich empfehle nicht, ihn die ganze Zeit anzuwenden. In der Seitenleiste stellt ihr oben die Größe eures Pinsels ein und unten die Deckkraft eures Pinsels. Wenn ihr eine genaue Prozentzahl des Pinsels haben wollt, könnt ihr den Regler herausziehen und dann die gewünschte Größe des Pinsels einstellen. Ihr könnt euch auch eure gewünschte Größe festlegen. Wenn ihr eine bestimmte Pinselgröße immer wieder braucht, könnt ihr euch die markieren, indem ihr auf das Plus tippt und dann ist diese Pinselgröße im Pinsel markiert. Pro Pinsel könnt ihr bis zu 4 solche Größen speichern. Ich finde das ein super praktisches Tool, weil ich schnell zwischen den Pinselgrößen hin und her wechseln kann. Ihr könnt diese Größen durch Tippen auf das Minus natürlich auch wieder löschen. Das Ganze ist natürlich auch auf den Wischfinger und den Radiergummi anwendbar. Die Sensibilisierung ist ein Thema, dem viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und zwar findet ihr die Sensibilisierung unter Einstellungen, Einstellungen, Druck und Glätten und dort könnt ihr diese Regler ein bisschen nach oben ziehen. Wenn ich dann unten die zweite Linie zeichne, seht ihr, das sieht ein bisschen anders aus. Aber was ist die Sensibilisierung? Die Sensibilisierung sagt eigentlich nur aus, wie fest ihr auf euer Display drücken müsst, damit ein Pinsel zeichnet. Denn natürlich nutzt sich euer Display mit den Jahren auch ab und durch die Sensibilisierung könnt ihr dem da ein bisschen gegensteuern. Ich setze es jetzt hier aber mal zurück, da ich auf dem Display eine Folie habe. Da ich mir von Anfang an eine Paper-like-Folie auf mein iPad geklebt habe, habe ich mich an die normale Druckempfindlichkeit des Displays gewöhnt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet etwas dabei lernen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dieses Video mit euren Freunden teilt, mir vielleicht ein Abo dalasst, das Glöckchen aktiviert, damit ihr nichts mehr verpasst und wenn ihr wollt, könnt ihr mir natürlich auf meinen Socials folgen. Ich freue mich und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.